Und zwar werden wir nicht irgendwas basteln, wir werden Europa basteln. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones Christmas joy. Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 10. Wir werden heute basteln. Und zwar werden wir nicht irgendwas basteln, wir werden Europa basteln. Grund dafür ist, dass der Kleine in seinem Adventskalender jeden Tag so eine Schleichfigur hat und er gesagt hat, dass die Tiere ja jetzt auch ein Zuhause brauchen. Darum habe ich mir jetzt die Robbe und den Fuchs genommen. Die gehören nämlich beide zu Europa. Deshalb basteln wir heute Europa. Ich habe damit auch schon angefangen, wie man sieht. Das ist Europa. Nein, das hier soll tatsächlich ein Wald sein. Und hier kommt das Meer hin. Ich finde, das sieht man. Weil das Ganze ja nicht so bleiben kann, habe ich hier schon mal Kleister angerührt. Und werde jetzt gleich versuchen, mit Kleister und ganz viel Papier hier das irgendwie zu formen und zu festigen, dass das Bäume sind und dass wir vielleicht auch ein bisschen Wellen hinkriegen für das Meer. Ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, ich bin nicht so ganz begabt, was das betrifft. Aber ich versuch's. Ich erkläre einmal, was ich da gemacht habe. Ich habe einfach ein Stück Pappe genommen und habe Löcher reingestochen mit der Schere. Und dann habe ich Strohhalme genommen und habe die, hier kann man es sehen, einmal durch das Loch gestochen und auf dieser Seite festgeklebt. Und auf der anderen Seite als erstes die Strohhalme an sich mit Zeitungspapierschlangen oder mit Zeitungspapierrollen umwickelt. Und oben habe ich so einen Zeitungspapierball reingesteckt. Und an den Strohhalmen befestigt, damit wir eine kleine Basis haben, wollen wir jetzt Pappmaché festmachen können. Ich hoffe, das war einigermaßen logisch. Falls nicht, schreibt es unten in die Kommentare, dann erkläre ich das gerne nochmal. Aber ich denke sowieso, dass das keiner nachbasteln wird. Gut, so viel dazu. Ich fange jetzt an. Viel Spaß beim Video! Sagen, der Wald ist fertig. Das heißt, ich mache jetzt das Meer für die Robbe. Das sieht nicht aus wie das Meer. Meer durchgehen lassen? Naja. Egal. Das ist das Meer. Liebe Robbe, es tut mir leid. Fertig. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Perfekt ist natürlich nicht, aber die Farbe. Jetzt erstmal so 1-2 Wochen trocknen und dann malen wir das an und ich glaube, dann kann man auch erkennen, was es wird. Ich bin relativ zufrieden. Viel erwartet. Eine sagt. Wieder und ja, ich tschüss.